herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und schau mal, Epic, wir machen heute wieder einen Baubattle. Und zwar in 5 Sekunden, in einer Minute und in 5 Minuten. Also mit ganz schön viel Stress verbunden, werden wir eine Hüftburg bauen. Und das Ganze stellt sich auf jeden Fall komplizierter heraus, als ich dachte. Denn wir haben leider noch gar keine Slime-Blöcke. Und wir haben auch, glaube ich, keine Betten, auf denen man springen kann. Also müssen wir mal schauen, wie wir das umsetzen. Und ich hoffe, es ist okay für dich, wenn ich als Erste anfange. Ja. Also bedeutet das, ich werde als Erstes hier die Hüftburg in 5 Sekunden bauen, in einer Minute und in 5 Minuten. Darf ich mir zuerst vielleicht ein paar Blöcke raussuchen? Okay. Also ich habe mir auf jeden Fall überlegt, Hüftburg, das ist ja klar, ich werde irgendwann eine Burg bauen. 5 Sekunden ist leider zu kurz dafür. In einer Minute kann ich schon was machen. Und ich dachte, ich mache so eine klassische Hüftburg. Also vielleicht irgendwann mit Gelb, Blau, Rot, dass wir da so verschiedene Sachen haben. Und dann halt wirklich eine Burg. Und beim ersten, denke ich, bleiben wir einfach mal bei Gelb. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas finde, worauf man wirklich hüpfen kann. Ansonsten müssen wir uns halt vorstellen, dass man da hüpfen drauf könnte. Okay, also Gelb irgendwann, Blau und Rot. Also damit werde ich irgendwie irgendwas bauen am Ende. Leider haben wir nicht so ein richtig schönes Blau hier. Naja, vielleicht so. Okay, also ich denke für 5 Sekunden, ich weiß nicht, was ich mache, aber irgendwas wird schon. Okay, bist du bereit? Ja. Deine 5 Sekunden laufen ab jetzt. Okay, ich mache einfach so ein Ding hier und dann mache ich hier so ein Ding hin und so und eins vorbei. Und so eins. Ja, also man könnte fast denken, es ist eine Burg. Hätte ich eine Sekunde länger gehabt, dann hätte ich hier noch das Rot hinsetzen können. Ja, okay, aber es geht in eine richtige Richtung. Man wird auf jeden Fall einen schönen Verlauf sehen. Und jetzt machen wir uns schon an die 1-Minuten-Hüpfburg. Oh, ich bin sehr gespannt. Okay, ja. Bist du bereit? Ja. Deine Minute läuft ab jetzt. Da wir eine Minute haben, hat man auch nicht wirklich viel Zeit. Das heißt, ich mache hier wirklich nur so eine kleine Hüpfburg. Oh, das ist schon ein bisschen größer, als ich dachte. Du musst mir auf jeden Fall bei 30 Sekunden mal Bescheid geben. Ja, mache ich. Dankeschön. Okay, da haben wir auf jeden Fall die gelbe Hüpfburg. Wir machen dann so rote Dinger hier hin. So vielleicht. Zack, 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 zack. Oh Gott, ja, vielleicht so. Es wird nicht besonders schön, aber okay. So vielleicht. 30 Sekunden sind oben. Okay, cool. Dann kommt hier rot hin noch so zum Eingang und dann hier blau drauf. Okay, ich muss mich echt beeilen. 40 Sekunden sind um. Ja, warte, 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 warte. Und ich baue hier komplett schief. 50 und, Sekunden. Okay. Oh, oh. Kann man machen, kann man machen, kann man machen. Und hier noch so ein Eingang. 5 Sekunden. Nee, ist blöd. Ja, boah, besser kann ich es nicht machen. 1 und 1 Minute ist rum. Ja, ist okay. Also ich finde die Farben auf jeden Fall ganz schön zusammen und man sieht auf jeden Fall schon mal eine Steigung von 5 Sekunden auf 1 Minute. Und jetzt habe ich 5 Minuten dafür Zeit. Das heißt, wir können es größer machen, detaillierter und schöner. Aber hüpfen, oh, schwierig. Okay, ich bin soweit, ja. Okay, deine 5 Minuten laufen ab jetzt. Okay, wir machen sie auf jeden Fall wirklich sehr, sehr groß. Ich guck mal, ich habe hier 2 Abstand. Wie viel Abstand habe ich vorne? Auch 2, 3. Okay, wir gucken mal, dass wir überall 2 Abstand haben. Da muss ich das ausfüllen. Weißt du denn schon, wie du deine Hüpfburg machen möchtest? Ja, ich glaube, ich habe schon eine ganz kleine Idee. Okay. Ich glaube, das wäre ganz cool. Ich bin aber sehr gespannt, wie du deine Hüpfburg bauen wirst. Ja, also verspreche dir nicht so viel, beziehungsweise denke nicht, dass sie so krass ist. Kann man auf deiner hüpfen? Vielleicht. Boah, das ist schon schwierig. Ich könnte zwar Betten hinstellen, aber ich weiß nicht, ob man auf denen springen kann. Warte mal, Bett. Gucken wir mal ganz kurz. Nehmen wir mal so ein Standardbett. Nee, man kann doch nicht auf den springen hier. Okay, na dann weiß ich es nicht. Oh, doch, ich habe eine gute Idee. Aber ich glaube, das wird hässlich. Wir haben ja so komische Sprungplattform-Dinger. Kennst du die noch? Oh, stimmt, ja. Aber ich glaube, damit springt man vielleicht ein bisschen zu weit, wenn ich ehrlich bin. Deswegen, die erste Minute ist schon um. Oh mein Gott, ich habe hier gerade wirklich nur das Gelbe. Oh nein, okay, danke, danke. Okay, dann machen wir hier so, ja, diese, wie nennt man das denn, diese Tower hin. Was hast du da eigentlich für ein, ich will gar nicht wissen. Ja, haben wir Weihnachten. Ja. Bald. So, also ich glaube, am Ende gucke ich nochmal, ob wir irgendwie hier wirklich drauf springen können. Wie sieht es denn gerade zeittechnisch aus?
Essen gerade 1,5 Minuten schon um. Okay, 1,5 Minuten. Ich habe halt wirklich jetzt nur die Tower, das Grundgerüst. Ja, okay. Ja, wir gucken mal. Okay. Dann heißt es, ich müsste eigentlich jetzt hier so das Rot nochmal hier dran machen. Okay. Und irgendwo noch blaue Akzente. Okay. Ah, ich mache vielleicht die, wie nennen wir nochmal diese Spitzen auf den Burgen? Oh, die Zinn. Ja, genau, Zinn. Ich glaube, Zinn mache ich aus Blau eventuell. Dann haben wir hier 1, 2, 3. Hier so. Wir müssen auf jeden Fall Eingänge haben. So vielleicht. Oh Gott. Das ist echt schwierig, alles symmetrisch zu machen. Warte mal, wie viele habe ich denn jetzt hier? Oh, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. So. Es sind schon 2:30 um. Ja, okay. Ja, doch, das passt. 1, 2, 3. Machen wir das hier noch hin. Und 1, 2, 3. Ich habe hier ein Wildschwein bei mir. Alright. Und 1, 2, 3. Geh weg. So, es ist interessant bis jetzt, würde ich sagen. 1, 2, 3 und dann haben wir noch die Zinnen oben drauf. Irgendwie sieht es halt aus wie eine Burg, nicht mehr so wie eine Hüpfburg, weißt du? Ich bin gespannt. Ja, mal schauen. Gefällt mir jetzt semi-gut gerade. Also von der Größe okay, aber es sieht halt wirklich nicht so schön aus. Haben wir irgendwas zum Springen? Ein Jump-Pack, okay, ein Spider-Pad, aber was nützt mir dieses Spider-Pad? Okay. Ja, damit kann man schon springen, aber... Es sind 4 Minuten schon oben. Mann. 1 Minute. Oh, okay, also ich habe hier... Warte, du hast gerade gesagt, 1 Minute. Jetzt noch 45 Sekunden. Oh! Es ist nicht hübsch geworden. Oh nein. Nein, sagst du was gar nicht. Oh nein. Gleich noch 30 Sekunden. Wie sind denn so schnell 5 Minuten umgegangen? Ja. Oh, ich brauche noch ein Schild. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das ist viel zu wenig. Das ist noch viel zu wenig. 20 Sekunden. Nutz es zum 10 Springen. Noch? Ja, oh Mann. Oh nee, das ist nicht 5, gut. 4, 3, 2, 1 und 5 Minuten sind um. Ja, also ich muss sagen, ich dachte, es wird irgendwie krasser. So, was hast du jetzt hier Schönes? Ah, schön, okay. Hallo. Schön, dass du Weihnachten feierst. Okay, aber ich muss sagen, der Übergang ist sehr smooth bei mir. Okay, dann guck dir erstmal meine 5-Sekunden-Hüpfburg an. Ich bin sehr gespannt. Ja, sieht halt aus wie ein Kuchen, aber es geht in die richtige Richtung. Du kannst dich umdrehen. Und, boah, was ist denn hier los? Okay, man kann es ein bisschen erkennen. Ja, ist halt schwierig, ne? 5 Sekunden. Das stimmt. Hätte ich aber noch den roten Punkt hier hingeschafft, dann wäre es auf jeden Fall ganz gut geworden, finde ich. Also, akzeptabel. Sieht ganz gut aus für 5 Sekunden. Okay, dann geht's zu deiner 1-Minuten-Hüpfburg. Ja. Und ich drehe mich um. Tada! Oh, das ist cool. Man sieht hier die kleine und jetzt etwas größer insgesamt. Ja, warte mal ab, auch die 5-Minuten-Burg. Die ist auch nice. Stimmt, okay. Ja, ist halt, ist okay. 1 Minute. Dann geht's hier vorne weiter. Ja. Und okay, deine 5-Minuten-Hüpfburg. Ich drehe mich um. Oh, was haben wir denn hier? Okay, nutze es zum Springen. Ja. Wie die kleine Spinne. Und? Oh, das ist echt cool. Man kann ja nach oben springen damit. Ja, es ging nicht besser, deswegen. Ja, aber guck dir mal alles von außen an, alle drei. Das ist cool. Der Übergang ist sehr nice, aber ich muss sagen, man könnte es viel krasser bauen, theoretisch. Was machst denn du? So, guck mal. 1, 2, 3. Nice, oder? Das ist echt cool geworden. Okay. Ja. Und jetzt bin ich dran mit den 3 Hüpfburgen. Ich bin sehr gespannt. Du wirst bestimmt was richtig Krasses machen. Oh Mann. Gut, also die ganzen Flächen wurden bereinigt und du kannst jetzt hier anfangen, deine Hüpfburg in 5 Sekunden, in 1 Minute und in 5 Minuten zu bauen. Ich gehe hier nach deinem, zu Weihnachten hin. Okay, Moment mal, bist du bereit? Hast du Blöcke in der Hand? Ist ja, alles ich Gucci? Bin bereit. Okay, dann auf die Plätze, fertig und los, 5 Sekunden. 1, 2, 3, 4, stopp! Oh!
Ich hab's so schnell gebaut. Huh? Oh, so gut. Oh nein, echt jetzt? Ja, okay, okay, ich bin... Das ist sehr gut. Ich habe so schnell gebaut. Okay, also meine 5-Sekunden-Hüpfburg kann man auf jeden Fall schon gut erkennen. Echt jetzt? Ja, das ist sehr gut. Okay, okay. Dann geht's weiter zur 1-Minute-Hüpfburg. Okay, bist du bereit? Ja, bin bereit. Auf die Plätze, fertig und los. Los. Okay, ich baue jetzt so schnell. Ganz, 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 ganz schnell. Ja, ich mache hier in der Zeit dann dein Winter-Wunderland hier weiter. Ein bisschen Schnee und alles. Ich sag dir bei 30 Sekunden Bescheid, okay? Ja, das ist sehr gut. Okay, ich darf auf keinen Fall zu groß bauen, aber auch nicht zu klein. Kann man hüpfen? Vielleicht. Na, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Du hast jetzt noch 15 Sekunden. Oh, ich muss es schaffen. Okay, aber das schaffe ich. 10 Sekunden. Gar kein Problem, gar kein Problem. Echt jetzt? Naja. 5 Sekunden. Ja, jetzt ist es schon spannend. Nee, nee, nee. 4, 3, 2, 1 und stopp. 1 Minute. Nein, noch ein bisschen. Nee. Eins noch. Nein. Ein Block. Nein. Ich hatte auch, durfte auch keinen Block noch platzieren. Ja, okay, gut. Ja, das wird schon passen. Okay, 5 Minuten habe ich jetzt Zeit. Ja, genau. Dann auf die Plätze, fertig und los. Los. Okay, ich beeile mich auch wieder, dass ich genug Zeit habe für alles. Ja. Und diesmal muss ich es auch fertig bauen. Und vor allem auch symmetrisch bauen. So und so. Okay, ich bin tatsächlich mit der Deko auch fertig geworden. Was ist denn hier los? Okay, meine Deko ist schon mal sehr gut. Also Epic, du hättest jetzt noch 30 Sekunden Zeit. Brauchst du die nicht mehr? Doch. Ja gut, dann mach was. Bin gespannt. Ja, ich mach jetzt noch ein kleines... Beeil dich! 20 Sekunden gleich. Noch eine kleine Zeit. Ja, ja, ich sag dir doch nochmal Bescheid. So, letzten 7 Sekunden. Du sagst, du bist eh fertig? Ja. Boah, das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich die Zeit stoppe, bevor sie fertig ist. Willst du erstmal zu mir kommen? Ja, guck mal, kann ich mal abholen. Ja, ja. Was hast du denn hier gebaut? Nice, oder? Winterland. Ja, voll süß. Okay, dann, oh mein Gott, okay, ja, da bin ich ja mal gespannt. Du meinst irgendwann mal was von Beleuchtung und Zelt? Ja. Okay. Bitte stehen bleiben. Ja. Das ist meine 5-Sekunden-Hüpfburg und ich muss sagen, ich habe alles gebaut, was ich bauen wollte. Ich habe gedacht mir schon, dass du das nimmst. Aber oh, man landet halt irgendwo, ne? Das ist das Einzige, was ein bisschen... Oh. Boah! Okay. Blau und rosa. Ja, okay, okay. Dann gucken wir uns mal die 1-Minuten-Hüpfburg an. Sag mir Bescheid. Ja, du kannst dich gerne umdrehen. Und, ah, okay. Okay, okay, okay. Und dann haben wir auch wieder das hier. Oh Gott, ich darf nicht gucken, dass ich hier gespoilert werde. Okay, gehen wir mal direkt zu 5 Minuten. Das hat sich ja an sich jetzt nicht primär viel geändert, ne? Eigentlich. Stopp. Und das ist jetzt meine 5-Minuten-Hüpfburg. Okay, 5 Minuten vom Epic. Audi-Plätze fertig und... Epic, das sieht aus, als hättest du Weihnachten gebaut. Nö, das ist die Beleuchtung. Oh Gott, ich werde direkt... Oh mein Gott, ich gehe gegen die Klecke hauen. Au, au. Okay, also die Burg finde ich nice. Also die Idee finde ich auf jeden Fall voll cool. Dankeschön. Es sieht ein bisschen aus wie ein Cupcake, wenn ich ehrlich bin. Ah. Oh mein Gott, lass das. Ich bin auf den Eingang schön, ja. Tatsächlich drin springen. Oh, stimmt. Aber bei mir konnte man beim letzten auch drin springen. Bei dir konnte man halt immer springen. Und hier fehlt ein Block. Hier habe ich keine Zeit für einen einzelnen Block. Hm. Okay, Moment mal. Dann würde ich sagen, wir bringen nochmal meine nach oben hin zum Vergleich. Und dann könnt ihr entscheiden, welche Hüpfburgen euch besser gefallen. So, wir haben jetzt nochmal den direkten Vergleich. Ich muss sagen, es sieht schon ein bisschen ähnlich aus, aber das letzte unterscheidet sich dann doch nochmal richtig stark voneinander, vor allem auch in deiner Reihe, ne? Eigentlich dachte ich, du machst so weiter wie beim zweiten und man kann halt bei dir springen. Aber bei mir kann man mit dem Pad ausspringen, deswegen... Leute, ihr könnt entscheiden, welche findet ihr cooler? Die Hüpfbogen vom lieben Epic oder die von mir... Ich muss sagen, am besten gefällt mir das Winterwunderland, was wir eigentlich zusammengebaut haben. Nein, also ich finde beide Hüpfburgen nice. Du hast halt das übernommen, was ich dir eigentlich gespoilert habe davor. Also eigentlich ist es ja auch meine Idee ein bisschen mit hier eingebaut, ne? Nee, Spaß. Ich finde beide schön. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.